Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Amelia, ich grüße dich. Du lebst in einer Beziehung und möchtest wissen, sollst du das aufrechterhalten? Sollst du bei ihm bleiben? Kannst du auf ihn vertrauen? Oder hat er irgendwelche Geheimnisse oder trifft mit anderen Frauen? Das klären wir bei dieser Legung. Dein Gegenwart zeigt diese beiden Karten. Die erste Karte beschreibt eine rechtliche Lage oder die Gerechtigkeit. Entweder befindest du dich tatsächlich in einer rechtlichen Lage oder kommt von Gericht etwas auf dich zu, muss aber nicht sein. Das kann schlicht einfach um Gerechtigkeit handeln und manchmal öffnet unserem Augen auch auf den Ungerechtigkeiten. Aber für dich persönlich ist es sehr wichtig, die Gerechtigkeit, außerdem die inneren Gleichgewicht und Harmonie. Das, was diese Waage auch symbolisiert. In Partnerschaft würde das bedeuten, geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Die zweite Karte zeigt die Kraft. Entweder fühlst du dich im Augenblick müde, erschöpft und kraftlos und brauchst diese Kraft, oder er gibt dir die Kraft. Möglich ist auch, dass du das Gefühl hast, dass er saugt dich auf wie eine Zitrone und raubt deine Energie, diese ganze Situation. Und das ist für dich eine große Herausforderung und fühlst du dich kraftlos. Sein Gegenwart zeigt hier diese beiden Karten. Die Kelchen symbolisieren das Wasserelement. Und Wasserelement bedeutet die Gefühle. Und du gibst ihm diese Chance. Du handelst. Das symbolisiert deine Hand. Du gibst und gibst und gibst. Oder zeigst ihm diese Chance, diese Liebe zum Leben. Auch die Chance, zu einer feste, stabile Partnerschaft einzugehen für Struktur. Dafür spricht hier die Zahl 4. Das ist Sicherheit, Stabilität und Struktur. Man könnte sagen, das hat Hand und Fuß. Aber er macht komplett zu. Warum? Ist das eine andere Frau? Nein. Bei ihm kommen die Erinnerungen. Und das hat mit seiner Kindheit was zu tun. Das löst aus entweder Verlustangst oder Zweifel oder verletzten Gefühlen oder vielleicht sogar solchen Gedanken, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das steht mir gar nicht zu. Wie geht es weiter? Wie sollst du über ihn denken? Wie sollst du planen? Das zeigt hier diese beiden Karten. Dieser Mann kommt entgegen
und vertritt die Feuerelement. Und das bedeutet Herzenswärme, Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas und zeigt auch Bewegung und Leidenschaft. Wenn er entgegenkommt und zeigt diese Begeisterung, dann sollst du mit ihm planen. Aber gib ihm Zeit, bis ein Jahr. Wenn das bis dahin in Form kommt und entsteht dieses Bild, dann kannst du auf ihn vertrauen und kannst mit ihm diese Beziehung aufbauen. Warum sage ich bis ein Jahr? Weil hier sind die vier Elemente: Feuer, Luft, Erde, Wasser. Und die symbolisieren die Jahreszeiten. Und die vier Jahreszeiten ergeben ein Jahr. Also warte bis ein Jahr und solange bleib auf jeden Fall bei ihm und vertraue ihm. Aber er soll entgegenkommen. Und das soll seine Haltung sein. Wie denkt er über dich? Wie denkt er über diese Beziehung? Was ist sein Plan? Das zeigt hier diese beiden Karten. In diesem Bild erscheint hier die römische Zahl 5. Das sind Einflüsse von außen. Und damit steht er in einer großen Herausforderung. Das ist ein Kampf. Ich würde sagen, das betrifft seine berufliche Situation. Hier entstehen auch Ängste. Er lernt sich zum Wehren, sich zum Behaupten und er sollte von seinen Ängsten befreien. Und wie steht er zu dir? Dieses Bild gibt dir die Antwort. So erscheinst du in seinen Augen. Die Venus-Symbol hier zeigt Aphrodite, Venus, die Liebesgöttin. Also das ist deine Weiblichkeit, deine Ausstrahlung, dein Auftreten und auch dein Aussehen. Und diese Herrscherin ist nichts anderes als Mutter Erde, Demeter, und zeigt die Natur und Fruchtbarkeit, die Wachstum, die Ernte, das trägt Früchte. Und er braucht beides, auch diese liebliche, aber auch die mütterliche. Ich würde sagen, auch die leidenschaftliche, eine Mischung. Und er lässt auch Zeit, bis das Früchte trägt. Das kann sogar sein, dass er plant, bis nächstes Jahr, bis Herbst, mit dir eine Beziehung einzugehen oder dir diese Bestätigung geben. Welche Geheimnisse hat er? Das zeigt hier diese beiden Bilder. Die Zahl 2 spricht für Zweisamkeit. Und das heißt mit anderen Worten, er geht gar nicht fremd, er hat Ängste. Er hat auch viele Erinnerungen und verletzten Gefühle. Das hat nicht nur mit seiner Vergangenheit was zu tun, sondern im Gegenwart steht auch in eine Herausforderung und entstehen hier aber auch verletzte Gefühle. Es ist möglich, dass er diese Haltung zeigt und ist komplett zu oder ist im Rückzug. Aber er plant mit dir. Er plant diese Zweisamkeit.
Diese Zahl 2 bedeutet aber manchmal Zweifel. Nicht an dir, sondern er zweifelt an sich selbst. Aber diese Partnerschaft ist für ihn heilig. Es ist nicht nur dieses Heiligtum, sondern bedeutet, ich schwöre, ich bin unschuldig oder ich gehe gar nicht fremd. Und das entspricht die Wahrheit. Auch wenn er das gar nicht sagt, dieses Bild zeigt seine Treue. Und wenn er offener ist, dann bestimmt die Richtung und er wird auch handeln. Und es zeigt seine Hand und auch die Feuerelement. Das kommt endlich etwas in Bewegung. Und das, was du erwarten kannst von ihm, und das zeigt hier diese ganz viele Stäbe, was auch die Feuerelement symbolisiert. Und das zeigt eine rasche Vorwärtsbewegung. Das kommt wie ein Schwung mit einer großen Begeisterung oder zielbewusst. Und wohin führt das? Das ist hier dieser Austausch. Die Kelchen symbolisieren die Wasserelement, also die Gefühle. Er liebt dich, du ihn auch. Und hier überreicht ihr diesen Kelch in gleichen Augenhöhe. Und hier kommt diese Wandlung, diese beiden Schlangen symbolisieren die Kundalini-Energie. Da kommt auch eine Art Heilung. Die eine Schlange symbolisiert die Ängste oder Zweifel oder das Schuldgefühl. Ihr kommt raus aus diesen Gefühlen und übergeht auf die Begeisterung, auf Vertrauen und auf die Liebe. Und so kommt von beiden Seiten diese Unterstützung oder Entgegenkommen, dieser Austausch und wie ich schon sagte, gleichzeitig eine Art Heilung und das befreit. Das zeigt hier dieser Löwe mit diesem Flügel. Also das, was zum Erwarten ist, es liegt noch im Geheimen, aber ihr kommt an. Ich befrage jetzt mein Pendel. Lohnt es sich, auf ihn zu warten? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, es wäre gut bei ihm bleiben, ihm vertrauen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, das hat gar keinen Sinn. Es ist besser zum Beenden. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt vielleicht, man kann nicht wissen oder wir sollen diese Frage momentan gar nicht stellen. Lohnt sich auf ihn zum Warten? Die Antwort ist ja. Das sagt auch mein Gefühl. Liebe Amelia, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.